Hallo, heute möchte ich euch dieses Fraktal-Wallpaper Tutorial zeigen. Und wieder mal einmal mit GIMP. So, dann legen wir mal los. Öffnet GIMP mit einer neuen Datei. Die Größe würde ich euch raten, die Desktop-Größe zu nehmen. In diesem Fall bei mir ist es jetzt 1600 mal 1200. Es werden sich vielleicht einige wundern, warum bei mir jetzt hier die Größe anders ist. Das liegt daran, da meine Desktop-Größe jetzt, ich habe einen neuen Desktop und ja, der ist ein bisschen größer als mein letzter. Okay, also genug gequatscht, legen wir gleich mal los. Und zwar, als erstes gehen wir auf Filter, Render, Fraktal Explorer. Wenn sich das Fenster geöffnet hat, lassen wir hier alle Einstellungen, die hier schon sind, und gehen auf Farben, Anzahl der Farben und wählen hier 8192. Also einfach nur ganz voll aufziehen. So, also jetzt gehen wir auf Fraktale und wählen hier Hemd aus. Das sieht ungefähr so aus wie ein ja, Hanfblatt. Ja, und gehen auf OK. So sieht es dann aus. Dann machen wir eine neue Ebene. Da gehen wir wieder auf Filter, Fraktal Explorer erneut anzeigen. Hierbei lassen wir wieder alle Einstellungen so wie sie sind und gehen gleich auf Tale. Hier wählen wir High Voltage. Das sieht so aus, wie diese kleinen, ja, so wie Blitze. Und gehen auf OK. So, okay. So, dann machen wir wieder eine neue Ebene. Auf OK. Gehen wieder auf Filter, Fraktal Explorer erneut anzeigen. Und da wählen wir, was dann läuft, gehen wieder auf Fraktale und wählen hier Hemdfuchs aus. Das sieht dann ungefähr so aus. Genau. So, als nächstes müssen wir wieder die Innenmodus einstellen. Eigentlich könnt ihr selber rumspielen, wie ihr das macht. Ich würde hier beim obersten Ebene ja, Farbe extrahieren. Die nächste ja, könnt ihr selber entscheiden. Bildschirm. Oder macht das ganz anders. Geht ihr hier oben. Oder wählt Farbe mischen. Na, also es ist ganz euch überlassen. So, wenn ihr das habt, ja, speichert das Ganze und ja, das war's eigentlich. Ich danke fürs Zuschauen. Ich freue mich auch über Videoantworten. Oder schickt mir oder zeigt mir das Bild, wie es bei euch geworden ist. Auf jeden Fall danke ich euch zum Zuschauen und ja, schaut noch mal rein bei den nächsten Videos. Das war's. Ciao.